Und herzlich willkommen zu Unterwegs in der So 21. Heute zeige ich euch den Stadtpark und ich bin ja schon mittendrin, wie ihr seht. Die Belege für die erste Nutzung des Stadtparkes waren 1475. Über die Jahrhunderte hat sich die Benutzung der Pächter und die Besitzer geändert. So, jetzt halte ich mal kurz inne, denn da hinten steht eine Stele, die ich euch nur mal kurz zeigen wollte. Ich erzähle euch dann gleich mehr dazu. 1711 bzw. 1712 werden für die Anlegung der Cavaletstraße die Stadtmauern abgebrochen. 1780 wurde ein Gartenhaus im Palais Garten errichtet, das heutige Teehäuschen, was ihr da gerade gesehen habt. Wo ich gleich nochmal hinschwenke, da, und da ist noch ein Stück Mauer. 1814 ließ die Witwe des verstorbenen Erbprinzen einen im englischen Stil gehaltenen Garten errichten. Hier seht ihr nochmal das Teehäuschen und den Platz davor. Oh, da gehe ich jetzt auch mal drüber. Das zu demonstrieren. Ich denke mal, das war früher alles so Teehäuschen und Orangerie. Früher. Ja. Das Gelände der heutigen Willy-Lohmann-Straße bis zum Akazienwäldchen wurden mit einbezogen in die Gestaltung des Gartens im englischen Stil. 1865 wurde auf dem Gelände des heutigen Stadtparks vorne die Anhaltinische Landesbank errichtet. 1890 durch die Anlegung der Friedrichstraße erhält das Areal seine nördliche Grenze. Nach 1933 wurden Blumenbeete angelegt, Verbindungswege gesetzt und Behördenhäuser abgesetzt. 1936 wurde auf dem Rondell, was ihr jetzt seht, eine Sanduhr aufgesetzt. 1945 sah der Stadtpark sehr trostlos dann aus. Ab 1950 bekam er den Namen Stadtpark. Damit begann die Pflege und Wiederherstellung der Anlage. Flächen wurden begrünt und Bäume gepflanzt und am Rand eine kleine Mauer errichtet, die ihr vorhin gesehen habt. Die westliche Grenze bilden die Y-Häuser und das Teehäuschen. 1972 wurden Spielplatz und Skulpturen angelegt und das Denkmal von Moses Mendelssohn hierher verlegt, was ihr jetzt seht. Der Springbrunnen wurde gebaut. 1990 wurden die drei Säulen, die ihr nachher auch nochmal seht, von Hartmut Rennern aufgestellt. 2002 wurde der Springbrunnen, den ich euch nachher auch zeige, neu gestaltet. So, dann habe ich entdeckt, da sind irgendwelche Treppen und irgendein Weg nach unten. Und da war ich neugierig und musste natürlich hingehen und das mal filmen. Aber ich bin schnell wieder weg. Eine Stele markiert den Ort, die ich euch vorhin gezeigt habe, wo der 39-jährige Adriano am 11. Juni 2001 von Rechtsradikalen grausam misshandelt wurde. Ich habe einen netten, älteren Herrn getroffen, mit dem ich mich lange über die Geschichte von Dessau unterhalten habe, der Kalender macht von Dessau heute und Dessau früher. Und das fand ich sehr interessant. Und er hat auch eine riesen Sammlung an Stadtplänen, Adressbüchern. Das war ja Wahnsinn. Hier nochmal ein Denkmal. Und ja, das fand ich wirklich wahnsinnig interessant. Und deswegen habe ich mich eine Weile mit ihm unterhalten, habe ihm dann aber auch gesagt, ich muss weiter. Und ja, deswegen dämmert es jetzt auch ein bisschen schon. Aber ich zeige euch natürlich weiter den Stadtpark. Und auch den Springbrunnen. Und gehe weiter, euch noch die drei Säulen zeigen. Und das jüdische Denkmal, was man da hinten sieht.
Aber die Dessauer unter euch, die wissen ja. Die kennen ja den Stadtpark und die wissen ja, wo alles ist. Hier sind nochmal die Blumenbeete, die drei Säulen. Da hinten das jüdische Denkmal. Und eine Skulptur. Und ich verabschiede mich von euch. Und wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Eure Sa aus Dessau.